Und der Holzbau ist bestimmt noch nicht so vertreten wie zum Beispiel die Automobilindustrie, obwohl wir mehr Mitarbeiter, mehr Angestellte in dem Bereich haben als die Automobilindustrie. Neben mir sitzen 5 begeisterte Holzbauer und ich bin gerade auf der 81.5-Jahrestagung in Freiburg und ich dachte, ich nutze die Gelegenheit, um diese hier auf das Sofa zu zerren und ihnen ein paar kritische Fragen zu stellen. Und damit wir einfach wissen, wie geht es denn weiter mit dem Holzbau? Und du bist ja einer, der von Anfang an, das heißt ja, du wärst der Mann der ersten Stunde beim Holzbau gewesen. Wenn du dir das jetzt so anguckst, die Entwicklung, bist du froh oder denkst du eher, naja, die guten Zeiten waren gestern? Nein, ich bin in jedem Fall froh. Die Entwicklung ist sehr positiv. Der Holzbau hat sich gut entwickelt. Die Anteile des Holzbaus steigen permanent. Angst habe ich davor, ob wir das alles schaffen, was auf uns zukommt, aber ich bin zuversichtlich. Mit schaffen meinst du, dass es so viele Aufträge gibt, dass der Holzbau nicht hinterherkommt? Dass der Holzbau nicht hinterherkommt, meine ich damit. Also wir haben sehr viele kleine Betriebe und die Frage ist, ob wir das mit den kleinen Betrieben alles schaffen, ob wir von der Qualität her das schaffen, dass zu viele Betriebe, die den Holzbau in dem mehrgeschossigen Bereich noch nicht können, in diesem Bereich einsteigen, ohne die richtige Qualität zu liefern. Und du hältst ja viele Vorträge zu BIM, also zu Prozessen. Und denkst du dann, dass quasi kleine Betriebe einfach BIM nicht umsetzen können oder dass, weil der Vorfertigungsgrad immer höher wird, dass sie da einfach abgehängt werden? Ich denke schon, dass ein Netzwerk, wie zum Beispiel die 185 AG es ist, wichtig ist. Die Zusammenarbeit wird viel wichtiger werden. BIM ist nicht nur was für große Betriebe, aber es besteht schon die Gefahr, dass es immer mehr große Betriebe übernehmen. Also da müssen wir in der Verbandsarbeit auch aufpassen, dass das nicht passiert. Okay, danke schön. Thomas, du bist ja 185 Vorstand. Wie viele Betriebe sind bei euch eher klein und wie viele sind eher groß als Mitglied? Kannst du das so im Kopf so prozentual sagen? Wenn nicht, stelle ich die Frage zurück und du kannst noch nachdenken. Nein, also wir haben jetzt aktuell 82 Betriebe und das Gros ist mittlerweile bei so 20 bis 40 Mitarbeitern. Und das, was Gerd sagte, ist im Grunde richtig, dass wir schon gucken müssen, dass diese, im Grunde sind es ja kleine Betriebe, schaffen, die das Volumen, was an den Holzbau angetragen wird, auch zu bewerkstelligen. Und wie hilft jetzt 81.5 dabei? Ja, sag mal, über Netzwerkarbeit, über Austausch, aber natürlich auch, dass wir die Betriebe in die Lage versetzen, sich mal über ihre Ziele Gedanken zu machen, dass sie sich Gedanken machen darüber, wie können sie ihre Prozesse optimieren und wie sind sie in der Lage, vielleicht auch über den Betrieb hinaus einfach auch mit anderen Betrieben zu kooperieren. Das heißt, wir reden ja auch über Anpassung von Standards. Und das ist so unsere Aufgabe, wo wir versuchen, diese Gedanken zu transportieren. Bei Kooperation ist ja ein guter Stichpunkt. Eigentlich könnten viele kooperieren und große Aufträge annehmen. Ich habe so in so kleineren Dörfern oder kleinen Städten mitbekommen, dass da noch das Konkurrenz-, der Wettbewerbsgedanke so groß ist, dass die lieber nicht zusammenarbeiten wollen. Kann es aber trotzdem, also gibt es 81.5 Mitglieder, die aus dem gleichen Dorf oder Stadt kommen und die dann hier kooperieren lernen oder ist das eher schwierig? Nein, die kommen nicht aus dem gleichen Ort, aber mittlerweile gibt es auch Betriebe, die nur 10 oder 15 Kilometer entfernt sind. Also ich glaube, in der neuen Generation hat sich durchgesetzt, dass es nicht mehr heißt gegeneinander, sondern eher miteinander. Und das ist einfach für mich auch ein wichtiges Kriterium, wenn ich neue Partner aufnehme. Wir als AG, als Team. Weil gegeneinander arbeiten hilft keinem. Und das ist nicht nur im kleinteiligen Bereich so, also wenn wir uns Städte angucken, sondern auch bundesweit. Und darum kooperieren wir auch zum Beispiel sehr eng mit dem DHV. Weil wir einfach der Meinung sind, nur wenn wir größer werden, haben wir auch eine bessere Lobby und können entsprechend auch stärker den Holzbau vertreten. Wie ist denn, weil du sagst größere Lobby, das heißt, so groß ist die Holzbau-Lobby noch nicht? Nee, gefühlt überhaupt nicht, nein. Aber da kann der Gerd als DHV-Vorstand bestimmt noch ein bisschen mehr detaillierte Informationen zu geben. Unser Eindruck ist, dass wir, ich sag mal, im Kleinen angefangen haben und schon Erfolge vorweisen können. Aber da ist noch viel Luft nach oben, definitiv. Und der Holzbau ist bestimmt noch nicht so vertreten wie zum Beispiel die Automobilindustrie, obwohl wir mehr Mitarbeiter, mehr Angestellte in dem Bereich haben als die Automobilindustrie. Also das, glaube ich, darf man auch mal erwähnen an der Stelle. Weil die Automobilindustrie einfach besser organisiert ist. Natürlich. Und einfach größer ist. Die hat einfach eine andere Historie, sie ist einfach verwurzelt und die hat einfach auch ganz platt mehr Geld. Okay, ja.
Dann, wenn du von DAV Ahnung hast sozusagen und von Verbänden, woran scheitert denn die Zusammenarbeit von Verbänden? Bisher war es so, dass der Holzbau in sehr viele verschiedene Verbände aufgesplittet war. Wir arbeiten seit mehreren Jahren daran durch Kooperationen, dass es besser wird, aber es ist ein mühsamer Weg. Aber auch da bin ich zuversichtlich, dass auch in der Politik erkannt wird, dass der DAV eins der Sprachrohre für den Holzbau ist. Wir von 81.5 und auch Zimmermeisterhaus haben ja an den DAV übergeben, dass die das Sprachrohr in Berlin für den Holzbau, für den konventionellen Holzbau sind. Das heißt, da seid ihr euch einig gewesen und es scheitert manchmal quasi an kleinen Richtungsstreitereien? Oder was denkst du, was ist so schwierig gewesen, dass das jetzt, das war ja jetzt ein langer Weg, das festzulegen? Also einmal sind die Holzbauer immer sehr erfinderisch, die haben immer alle ihre eigenen Ideen, die sie durchsetzen wollen. Es sind sicherlich auch Gründe, die es da noch gibt und bewahrt werden wollen. Aber die Erkenntnis, dass wir gemeinsam stärker sind, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, als gegeneinander zu arbeiten, die setzt sich nach und nach durch. Okay, sehr schön. Und der Thomas hat ja vorher erwähnt mit der Nachfolge, dass die Jüngeren anders denken. Und du bist ja der Experte für Unternehmensnachfolge. Hast du manchmal das Gefühl oder erlebst du das, dass die Chefs, ne, die erste Generation, irgendwie schwer loslassen können und quasi den Betrieb übergeben, aber trotzdem noch mitmischen? Also sie haben Probleme loszulassen. Je mehr Leidenschaft ist, je mehr Zimmermann, umso weniger, je weniger Unternehmer man ist, umso eher die Problematik, nicht loslassen zu können. Das ist so. Und ist das eine große Schwäche, wo man sagt, die lassen nicht los, die Jungen kommen nicht hinterher, also werden die demotiviert oder regelt sich das schon irgendwie? Das regelt sich schon, weil die Jüngeren auch, auch völlig anders an das Thema rangehen. Viel sachlicher in der Regel. Auch mit viel mehr Ideen für Strukturen, für Prozesse, oft auch für Betriebswirtschaft, sodass im Prinzip in der ersten Phase so ein bisschen Organisation und Struktur gegen Leidenschaft steht. Und die Väter wissen ja auch, dass sie froh sind, wenn sie überhaupt jemanden haben, der es macht. Und natürlich auch die Liebe zu den Kindern da ist, um doch irgendwann loslassen zu wollen. Und so Holzbau, also du berätst ja auch andere Firmen oder hast schon viele Firmen beraten. Ist das ein anderer Schlag Mensch? Oder sagst du so, letztendlich sind die Probleme bei Nachfolgeregelungen oder generell bei allen Betrieben je nach Größe ähnlich? Ja, sagen wir, auf der psychologischen Ebene sind sie natürlich ähnlich. Natürlich wird jemand nicht aus Versehen Zimmerer oder Elektriker oder Maurer. Das ist so, man kann Mentalitätsunterschiede schon sehr stark sehen. Aber im Grunde genommen, ja, die Themen wie Nachfolgen, wie Veränderung von Strukturen, Veränderung von Prozessen, Kommunikationskultur, Führungslinien sind natürlich schon gleich, aber auch geprägt vom Wertewandel in der Gesellschaft. Und die jungen Menschen haben glücklicherweise andere Vorstellungen von Führung und von Unternehmensentwicklung. Das heißt, weniger Hierarchie, wenig von oben nach unten, sondern das, was heute auch in den Vorträgen gesagt worden ist, Orientierung zu Werten, Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern und dass man die mehr mitnimmt? Oder was genau meinst du mit anderen Vorstellungen von Führung? Das ist eine schwierige Frage. Also ob sie viel mehr partnerschaftlich führen wollen, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß allerdings, dass sie selber andere Werte haben, dass sie Sinnhaftigkeit von Arbeit viel weiter nach vorne stellen, dass Work-Life-Balance, Zeit für die Familie viel eine größere Rolle spielt und dass sie natürlich auch sehen, wenn ich das für mich beanspruche, dann kann ich es natürlich auch irgendwie meinen Mitarbeitern nur geben, sonst kriege ich das nicht hin. Und so entwickelt sich eine andere Führung meistens über den Prozess und über die eigenen Interessen. Dass es höhere Werte gibt. Also nicht höhere, sondern andere. Ja, andere Werte gibt es. Ja. Aber nicht im Sinne der Vorträge von heute, dass man sagen kann, was weiß ich, wie die Charta der UN oder sowas. Also das glaube ich nicht, dass das so ist. Und Work-Life-Balance ist ja ein ganz interessanter Aspekt, weil früher Unternehmer haben viel gearbeitet. Ich kenne Kinder, die sagen, unsere Eltern waren nur am Arbeiten, deswegen übernehmen wir nicht den Betrieb. Kennst du solche Fälle auch? Ja, zu viele. Das ist eindeutig ein Problem und bringt auch ein anderes Denken mit sich. Das heißt, viele haben ihre Eltern nicht gesehen. Viele sagen auch, das wollen wir so nicht. Es besteht schon manchmal die Gefahr, das Pendel in die andere Richtung ausschlagen zu lassen. Das muss man sagen. Aber es führt eben auch zu vernünftigeren und zukunftsfähigeren Handeln. Das
heißt, es ist gar nicht schlecht, sondern man muss einfach das anders sich angucken und das Geschäftsmodell oder den Betrieb dann anders aufstellen, damit die Führung sozusagen gar nicht die ganze Zeit ackert, sondern eher führt und Menschen hat, die mit ihnen die Idee vorantreiben. Ja, also erstmal so, wir begleiten die Junioren ja auch in den Erfergruppen, die wir machen und führen sie langsam ran, führen sie in Augenhöhe ran zu ihren Eltern und dann gehen solche Prozesse einfach auch leichter vonstatten. Und die Elfergruppen sind ja deutschlandweit und das ist ganz wertvoll, weil ich habe mitbekommen, da sagen die dann, wir kommen von, einer kommt von Süden, einer kommt von Norden und dann stellen die fest, die haben die ähnlichen Probleme, können aber komplett die Hosen runterlassen, weil ne, es ist keine direkte Konkurrenz sozusagen. Und durch das wachsen die und das ist, glaube ich, auch neu, dass man sich so offen austauscht, habe ich so das Gefühl. Ja, ist so, ist ganz spannend. Wir fangen in 2 Wochen mit einer neuen Erfergruppe an. Die, ich sag mal, Jugendliche ist falsch, junge Menschen, sage ich mal, sind zwischen 21 und 29. Die fangen auch ganz in verschiedenen Stadien an. Und der erste Akt ist immer, dass sie sich finden, als Gruppe wahrnehmen, lernen zu kommunizieren und auch wirklich festzustellen, wir haben alle die gleichen Probleme. Natürlich in anderen Ausprägungen, das ist logisch. Aber das hilft unglaublich im Verständnis. Und die andere Erfergruppe, die seit 5, 6 Jahren zusammen ist, ist dermaßen gewachsen, persönlich in der Gruppe, aber auch schon in ihren Rollen in den Firmen, dass es eine ganz wertvolle Arbeit ist. Schön. Und mir wurde gesagt, ich kenne ihn persönlich erst seit 5 Minuten, aber Burkhard, du bist seit zehn. Du bist jemand, der sehr kritisch denkt und auch offen seine kritische Meinung und über die Herausforderungen im Holzbau spricht. Was findest du denn kritisch? Ich komme einfach zu dir rüber. Was findest du kritisch und was denkst du, was sollte verändert werden? Ja, also ich bin ja auch schon seit einigen Jahren im Holzbau tätig, aber ich sehe mich mal so als Quereinsteiger, weil ich kein Zimmermann bin und auch nicht Holzbauingenieur, sondern aus dem kaufmännischen Bereich komme. Ich habe mich für den Holzbau entschieden, weil ich in meiner täglichen Arbeit etwas machen wollte, wo man was bewegen kann, individuell tätig sein kann und was zum Anfassen hat. Ja, ursprünglich komme ich aus einer Handwerkerfamilie, aber die haben alle mit Eisen gearbeitet, also Schmiede waren sie bei uns alle in den Generationen zuvor. Und deshalb hatte ich auch vielleicht die Liebe zum Handwerk. Und ich habe dann sehr schnell erkannt, dass der Holzbau eine große Herausforderung darstellt. Also es ist anders als beim konventionellen Bau. Das ist allen bekannt, ja, also wie wird da ein Haus gebaut? Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich damals noch selbst auf der Messe stand und den Interessenten erklären musste, was wir denn da machen, was ist ein Holzrahmenbau? Ne? Und dann kommen eben halt sehr viele Vorurteile von wegen Barackenklima oder das fliegt ja gleich weg, ne? Das kennen wir ja alles aus Amerika und so. Ne? Und da muss man sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Und das war für mich so eine Herausforderung, wo ich sage, gut, der stelle ich mich, das mache ich sehr gerne. Und bringe damit den Holzbau voran. Wir sind ja in einer Region, Berlin-Brandenburg, da werden eigentlich noch Steine gestapelt und nicht in Holzbauweise die Häuser gebaut. Und da ist es dann also für mich noch eine größere Herausforderung, dann eben halt mit allen Beteiligten zu reden. Das fing alles im Einfamilienhausbereich an. Also man redet dann wirklich mit dem privaten Bauherrn. Und das geht jetzt weiter in den öffentlichen Bau, in den Wohnungsbau eben halt auch und in den gewerblichen Bau. Konventionelle Bauweise ist tatsächlich sehr beliebt. Ich kenne Architekten, die sagen, Holzbau ist ganz toll, aber privat baue ich doch lieber konventionell. Woher kommt das? Naja, das ist so vielleicht immer noch aus der Gewohnheit heraus. Ne? Ich habe auch festgestellt, dass gerade junge Menschen eher sich entscheiden, so zu bauen wie die Elterngeneration und die Großeltern und noch nicht so mutig sind. Und eher jetzt die ältere Generation dann doch mal sagt, also wir gehen mal ein gewisses Risiko ein. Risiko in Anführungsstrichen, aus unserer Sicht sowieso keins, ne? Aber die etwas ausprobieren wollen. Das überträgt sich jetzt natürlich auch. Jetzt haben wir ja die Diskussion um Klimawandel und dass man eben halt über Nachhaltigkeit viel mehr spricht und auch ein vernünftiges Raumklima, das sich dann auch viele wünschen. Ne? Und das überträgt sich jetzt eben halt auch auf die junge Generation. Und wenn wir jetzt über die Fachleute sprechen, die Architekten, natürlich, klar, wenn ich jetzt 10, 20, 30 Jahre etwas gemacht habe mit einer bestimmten Bauweise, fällt es mir schwer, dann eben halt überzuschwenken. Aber gut, da müssen wir Holzbauer eben halt ran und immer wieder reden und überzeugen. Und dann stellt man fest und freut sich drüber, wenn die dann sagen, oh, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das in Holzbauweise
manchmal sogar besser geht, ne? Raumklima ist ja ein super Stichpunkt, weil Raumklima ist ja wirklich das, was die meisten auch Bewohner dann schwärmen, ne, bei Holzbau und sagen so, oh, das fühlt sich ganz anders an. Sind das so Argumente, die der Verband oder das generell, den man weiter nach vorne bringen müsste? Aber eigentlich sagt ja jeder Holzbau, das Raumklima ist toll, es ist schnell gebaut. Also die Argumente sind eigentlich klar, aber sind trotzdem noch nicht in der Bevölkerung angekommen. Woran könnte das liegen? Naja, sowas braucht eben halt Zeit. Ne? Also es geht nicht von heute auf morgen. Es ist immer so die Erfahrung, die einen dann letztendlich am Ende dann doch überzeugt, ja, und dass etwas anders ist. Ja? Also wir stellen immer wieder fest, wenn wir so einen Tag der offenen Tür machen, eine Hausbesichtigung eben halt, dann kommen die Interessenten rein und fühlen sich wohl, können aber noch gar nicht so richtig erklären, warum. Ja, weil Klima kann man ja nicht so in dem Sinne messen als Privatperson. Ne? Aber es ist einfach angenehm. Das hat was mit der Raumluft zu tun, das hat aber auch etwas mit dem Schall zu tun. Also wenn man sich vorstellt, man ist in einem konventionellen Gebäude drin, dann habe ich eben halt einen sehr unangenehmen Luftschall. Ja, ich höre mich manchmal selbst eben halt dann... Es hallt. Ja, es hallt, ja. Und es kann hallen, nicht ja, überall hallt. Genau. Und der mehrschichtige Wandaufbau, zum Beispiel im Holzbau, ist dann natürlich ein enormer Vorteil. Ja, und das empfinden wir als Privatpersonen dann natürlich als angenehm, als gemütlich, ne, und fühlen uns da eben halt wohl. Man merkt, oder ich höre auf jeden Fall deine Leidenschaft für Holzbau, auf jeden Fall vielen Dank. Und Axel, du hast ja schon aus verschiedenen Perspektiven in den vergangenen, ich weiß nicht, Jahrzehnten, Jahren, 25 Jahren, genau, mit der Holzbau zu tun. Worauf bist du stolz? Wobei stolz ist ja ein schweres Wort, ne, oder ein sehr großes Wort, aber was findest du gut? Was denkst du, könnte besser laufen? Naja, gut finde ich natürlich die Gesamtentwicklung. Also ich habe ein bisschen später als Gerd mit dem Thema angefangen, komme eher noch aus der ökologischen Baustoffszene raus. Das waren Pionierzeiten. Ich bin da zwar relativ spät eingestiegen, aber immer noch Pionierzeiten. Das hat sich alles sehr gut entwickelt. Ökologische Baustoffe heute sind auch, ist kein Exot mehr. Es ist in gewisser Weise auch konventionell. Leider ist es auch ein Thema des konventionellen Baustoffhandels heute geworden. Und ähnlich ist es natürlich mit dem Holzbau. Der Holzbau ist auch aus einer Pionierzeit, damals vor allem im Akku gewachsen. Den gibt es heute fast nicht mehr. Heute gibt es andere Verbände, die den Job anders machen. Ich will nicht sagen besser machen, aber anders machen. Das ist ein Prozess einfach, der sich jetzt entwickelt hat über Jahre, und kritisch sehe ich persönlich, ich komme relativ viel in Europa rum, kenne Holzbaubetriebe in ganz Europa, von klein bis ganz groß, kenne ganz viele Verbandsleute, diskutiere auch gerne sehr kritisch, und kritisch sehe ich persönlich momentan so ein bisschen die Entwicklung nach vorne. Wir sind jetzt an einem Status angekommen, Holzbau ist salonfähig, Holzbau zieht in die Stadt, München, Berlin, Freiburg, alle Städte stützen sich jetzt irgendwo auf den Holzbau. Wollen ganze Stadtteile in Holzbau machen. Hamburg ist so ein Thema. Das ist eine riesen Herausforderung. Es ist eine riesen Herausforderung für die Betriebe, weil wir haben es hier doch überwiegend mal mit kleinen, mittelständischen Betrieben zu tun, sowohl in der Größenordnung, vor allen Dingen aber auch in der Denkweise. Also Burkhardt ist für mich ein sehr, sehr positives Beispiel. Als Quereinsteiger mit einer Idee, Leidenschaft reingegangen, aber eben ganz anderes Denken reingebracht. Und genau solche Player finden wir jetzt an allen Ecken und Kanten auch plötzlich, und die aber anders als Burkhardt plötzlich mit ganz viel Geld da reingehen. So, und wir lernen einfach eine neue Wettbewerbssituation so langsam kennen, wo ich persönlich nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ich sehe es erstmal positiv, weil es gut für den Holzbau ist. Holzbau ist gelebter Klimaschutz. Aber ob die Leute, die da jetzt kommen, auch noch eine Emotion dabei haben und ob diese Bauweise, die vielleicht dann da auch kommt, auch noch mit den Emotionen, mit denen wir heute zusammen hier sitzen, das Gleiche sein wird, weiß ich nicht. Das muss es vielleicht auch gar nicht, weil sie fragen ja auch die nächste Generation, will die überhaupt diese Leidenschaft haben, will die unseren Lebensstil haben, wie wir ihn heute haben. Karl-Heinz hat es gesagt, die nächste Generation, Work-Life-Balance ist ein großes Thema. Die haben ganz andere Ziele. Und so verändert sich jetzt, denke ich, Holzbau auch nochmal wieder in eine andere Richtung. Ich finde es ein total spannendes Thema, einen total tollen Spannungsbogen, mit dem man da gerade zeichnet. Und ich wünsche mir eigentlich, ja, dass die Pioniere da auch die Früchte noch lange tragen können.
Dann vielen Dank. Und du hast ja mit ganz viel Holzbauern täglich zu tun, ne, als 81,5, als Vorstand. Hast du auch das Gefühl, die Leidenschaft ändert sich? Findest du das gut? Weil klar, Leidenschaft ist immer schön und hier, man merkt, die Leute strahlen, die erzählen sich Geschichten vor 100 Jahren, was da alles war und wie weit ihr auch gekommen seid, ne? Dass diese Freude, andererseits, wenn es sachlicher wird, aber trotzdem noch so eine Begeisterung da ist, das hat doch auch Vorteile, oder? Wenn man es quasi macht, weil Holzbau einfach gut ist, nicht weil es besser ist, sondern weil einfach Holzbau toll ist. 100 Jahre, sprichst du jetzt auch mein Alter an? Nein. Gefühlt ist es so, dass wir viele neue junge Unternehmer kriegen, die zu uns kommen, weil sie sich einfach austauschen wollen. Aber ich glaube, die Leidenschaft zum Holz ist da extrem hoch, extrem hoch. Und ich glaube, der Vorteil der neuen Generation ist, dass sie noch vielleicht etwas eher unternehmerisch denken. Ich sage jetzt mal ganz blöd, betriebswirtschaftlich auch denken. Und vielleicht eher auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Das ist so vielleicht der Eindruck, den ich so pauschal wiedergeben kann. Aber da ist natürlich, muss man mal gucken, wen hast du vor dir sitzen. Aber ich glaube, die Leute, die zu uns kommen, klar, logisch, das sind alles Zimmerer, die wollen den Holzbau forcieren. Aber ich glaube, dass der Bedarf an Austausch und an ehrlichem gegenseitigen Vermitteln von Informationen oder auch von Erfahrungen, die gemacht haben, unwahrscheinlich hoch geworden ist. Und das ist gefühlt noch stärker als, ich bin jetzt 22 Jahre dabei, zu Beginn war das einfach, wir brechen auf und der Holzbau ist total spannend, ist was ganz Neues. Und jetzt, glaube ich, haben die den Anspruch, den Holzbau auch wirklich effizient zu machen und sich für sich auch Nutze zu machen. Ich will es mal so formulieren. Das heißt sozusagen, der Holzbau ist erwachsen geworden. Ja. Und ja. Raus aus der Pubertät, ja. Und erwachsen und ja. Ein bisschen nüchterner. Aber als Erwachsener kann man ja immer noch Spaß haben. Nüchterner in Bezug auf... Habe ich gehört. Ich kann das nicht mehr beurteilen. Aber, nein. Nee, ich bin nicht alt. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass die Motivation, sich dem Holzbau zuzuwenden, extrem groß geworden ist. Und die alle, die jetzt zu uns kommen, sind also sowas von motiviert, den Holzbau nach vorne zu bringen. Das heißt, macht mir Spaß. Das heißt, es wird spannend, wenn wir in 5 Jahren nochmal in dieser Runde zusammensitzen und diskutieren, zu schauen einfach, wie sich's weiterentwickelt hat. Genau. Okay. Vielen Dank. Und mehr Updates, emotionale Interviews und sachliche Interviews finden Sie auf ProKlima TV und natürlich auch auf dem 81.5-Kanal.